So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Bitpanda Portfolio Update. Heute leider mit etwas Verspätung. Nichts läuft heute nach Plan. Es tut mir leid, Leute, es ging nicht anders. Ich muss das Video ein bisschen später aufnehmen, dann mit dem Schneiden etc. Ich versuche, dass es um 18 Uhr rauskommt, aber da ich jetzt schon weiß, dass ich es später aufnehme, wird es ein bisschen später kommen als sonst. Wir starten mit den Top-Gewinnern der Woche. Wir haben hier CCC mit über 15% im Plus, Medical Properties Trust mit über 19% im Plus, United Airlines mit über 20% im Plus und Cat in a Dog's World mit über 37% im Plus. Das einzige Spotlight, das jetzt im Moment noch im Plus ist, kommen wir zu den Top-Verlierern der Woche. Hier haben wir Serenity Sheet mit über 37% im Minus, Tensor mit über 38% im Minus, Automata Network mit über 38% im Minus und Omni Network mit über 41% im Minus. Wie schaut es bei unserem Portfolio aus? Nicht so rosig, minus 10%, sogar ein bisschen mehr, wenn man jetzt den Zeitpunkt vom letzten Video hernimmt. Da waren wir bei 43.100 irgendwas, also ein bisschen mehr als 4.000 Euro, die wir jetzt im Minus sind. Jetzt erholt sich es langsam so ein bisschen, aber die Spannungen sind noch da. Wieso hat es gedippt? Iran hat Israel angegriffen und daraufhin wurden alle Risikoassets abverkauft, darunter auch BTC und andere Kryptowährungen, und das hat den ganzen Markt runtergezogen. Ich habe den Tipp genutzt, ein bisschen was aufgestockt von den Projekten, zeige ich euch gleich. Ich konnte jetzt dieses Monat nicht so viel investieren, neue Brille und mein Geschirrspüler ist auch noch eingegangen dieses Monat. Das heißt, das waren schon zwei Investitionen dieses Monat. Was habe ich sonst die Woche noch gemacht? Nicht viel, einfach nur die Spotlights geclaimed. Wir haben jetzt nicht viel geswappt. Ihr seht hier die Einzahlung über PayPal, einmal 100 Euro und einmal habe ich 50 Euro eingezahlt, direkt am Freitag, wo es gedippt ist. Schauen wir uns das Ganze in der Portfoliogewichtung an, da sieht man das Ganze dann ein bisschen besser. BESS hält sich wacker mit den 60%, GRT hat ordentlich Federn gelassen und auch Polygon. Also wenn wir Polygon jetzt mit GRT vergleichen, dann war auf jeden Fall GRT die bessere Wette bis jetzt. Muss aber nicht so bleiben, ich glaube nämlich, dass Polygon sehr, sehr unterbewertet ist. Mit ihrer neuen Tech ist jetzt noch nicht draußen, aber das kommt jetzt alles Stück für Stück. Und das Upgrade auf Poll, und wenn dann auch noch das Narrativ kommt, CK, dann glaube ich, kann Polygon da ziemlich viel mitnehmen. Aber es ist nur meine persönliche Meinung, deswegen halten wir die Position auch und verkaufen dann nichts. Und wie gesagt, wir haben ja überall den Dip gesehen, also durch die Bank ist alles gedippt. Was haben wir jetzt neu dazugeholt? Also wir haben ja schon mal aufgestockt, FetchAI, SingularityNet und Ocean Protocol. Da haben wir ja jeweils 100 Euro reingepackt. Ist jetzt auch alles im Minus gerade im Moment. Wir sehen, ich hatte eine kleine neue Position aufgemacht, Aevo, die habe ich beim Dip gekauft, einmal 50 Euro, direkt am Freitag, wie der ganze Markt gedippt ist, und jetzt noch einmal 50 Euro, weil es nochmal zurückgekommen ist. Also wir sind jetzt hier noch 13 Euro im Minus bei dieser Position. Dann habe ich um 50 Euro Octavia gekauft, da sind wir auch im Minus 3 Euro. Nur für das Gewinnspiel momentan auf Bitpanda. Und hier sieht man die ganzen Spotlights, die werde ich aber auch irgendwann mal dann swappen. Wahrscheinlich kommt alles in Fetch rein. Wie gesagt, die drei fusionieren. Das heißt, alles, was jetzt hier so Kleinkram rumliegt, wird dann später eine große Position. Bei Aevo habe ich dasselbe vor. Also jetzt nur so eine kleine Mini-Spekulation, weil ich glaube, da kann man jetzt ein bisschen mehr rausholen. Wieso Aevo momentan? Nächsten Monat am 15. wird ein großer Anteil des Supplies unlocked. Jetzt im Moment sind erst 11% am Markt. Und jetzt kann man noch den Preis hochpushen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Wale daran ein Interesse haben, den Preis nochmal hochzupumpen, wenn es noch so leicht möglich ist, bevor dann der Supply unlocked wird und sie dann in den Markt verkaufen können. Wir wollen natürlich, bevor das Supply unlocked sind, wieder aus dieser Position draußen sein. Also ungefähr jetzt noch so 24 Tage, bis wir die Position wieder schließen, wenn es aufgeht. Ich weiß es nicht, deswegen ist da jetzt auch nicht so viel drin, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Wale ein Interesse haben, das Ganze nochmal hoch zu pushen, bevor diese Unlocking-Phase losgeht. Und auch wenn man sich das Ganze charttechnisch ansieht, da gab es jetzt schon ein, zwei Signale, wo viel Geld reingeflossen ist. Also so Zeichen, dass sie sich darauf vorbereiten. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ob es aufgeht oder nicht, das sehen wir in 24 Tagen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal. Kommen wir zu den Staking Rewards und Dividenden. Die haben auch ordentlich gelitten. Natürlich haben wir jetzt diese Woche weniger eingenommen als letzte Woche, wenn alles um 10% runtergegangen ist im Schnitt. Es kommen jetzt noch zweimal Best Rewards und zweimal Staking Rewards rein. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das letzte Jahr schlagen. Interessant wird es, ob wir 2022 schlagen können. Das kommt darauf an, ob wir jetzt wieder eine Erholung sehen. Wenn jetzt die Kurse wieder ein bisschen raufgehen, dann könnten wir es schaffen. Wenn die Konflikte weiter eskalieren, dann kann sich das natürlich noch immer negativ auf die Märkte auswirken. Also ich würde mit starker Volatilität rechnen. Kann aber auch sein, dass jetzt auf einmal wieder der Pump kommt und die Panik so langsam verfliegt.
Wenn sich es jetzt ein bisschen erholt und wir jetzt den momentanen Schnitt halten können, den wir jetzt aus diesen drei Rewards haben, das sind 72 Euro die Woche, dann würden wir bei den 360 Euro landen, dann wären wir 5 Euro drüber. Also ihr seht, es ist sehr, sehr knapp. Wenn die Kurse noch weiter fallen, dann werden wir drunter landen. Ja, dann werden wir vielleicht sogar unter den 350 landen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir den März schlagen können. So viel zu den Rewards. Also ich rechne damit im schlimmsten Fall, dass wir irgendwo bei den 300 bis 350 landen. Und wenn sich die Kurse wieder weiter erholen, dann hoffentlich können wir die 360 ein bisschen drüber knacken, dass wir auf jeden Fall das 2022er Jahr jetzt einholen. Das wäre auf jeden Fall optimal. Ob so kommt, werden wir sehen. Das war jetzt auch schon der Wochenrückblick. Jetzt springen wir noch schnell in die News. Wie ihr vielleicht in meinem letzten Video über die Bitpanda Tech Solution mitbekommen habt, ist jetzt die Landesbank Baden-Württemberg zur Tech Solution dazugekommen und sogar CoinDesk hat darüber berichtet. Ja, Bitpanda treibt die Adaption von Krypto voran, indem sie die Banken auch reinholt. Wenn ihr mehr über die Tech Solution erfahren wollt und wer da schon aller dranhängt, dann schaut euch mein Video dazu an. Darüber hinaus hat die Community entdeckt, nämlich der Goygoin, dass ein weiteres Logo jetzt schon aufgetaucht ist auf der Webseite. Noch kein Announcement von Bitpanda, aber das Logo ist schon da, nämlich die Solaris Bank. Und die bietet ja auch API-Lösungen an für ihre Kunden, damit die dann Banking-Apps bauen können etc. Und wir haben jetzt zwar kein offizielles Announcement, aber dass das Logo auf der Webseite ist, deutet schon darauf hin, dass sich Solaris dann auch bald wahrscheinlich an die Tech-Solution dranhängen wird oder schon in Arbeit ist, nur halt kein offizielles Announcement bis jetzt kam. Das ist natürlich ein super Kunde für Bitpanda, weil da natürlich viele Apps etc. dranhängen und die jetzt einfach noch zusätzlich sich an die Bitpanda API dranhängen können, um zum Beispiel Kryptowährungen anzubieten. Und das unterschätzt man so ein bisschen, aber das sind wahnsinnig viele Kunden, die da auf einen Schlag immer dazukommen. Und wenn jetzt dann wirklich der Bullrun kommt und der Retail-Investor wieder richtig rein will, ja, dann wird da richtig Umsatz generiert drüber und diese ganzen Firmen wollen dann natürlich auch die Services ausbauen. Aber wie gesagt, in meinem Video spreche ich ein bisschen länger darüber. Dann, das ist interessant für alle Leute, die sich gerade überlegen, ob sie zu Bitpanda kommen. Es gibt eine neue Willkommensaktion für alle User, die sich über diesen Link anmelden. Das ist nämlich eine Aktion mit Bitpanda und BTC Echo. Also alle Leute, die sich über diesen speziellen Link anmelden und dann 25 Euro in irgendeine Kryptowährung investieren, können 50.000 Floki abstauben. Und dann haben mich natürlich ein paar Leute gleich gefragt, warum schenken die nicht gleich ein paar Best her für die neuen User? Und ich glaube halt, bei solchen Aktionen ist es halt oft so, dass die Leute einfach nur die Aktion abgreifen wollen. Die investieren dann die 25 in irgendeine Kryptowährung, greifen sich die 50.000 Floki ab, verkaufen alles wieder und zahlen sich das Ganze aus. Und da entsteht dann halt auch wieder Verkaufsdruck und vielleicht machen sie es deswegen nicht. Das wäre so der einzige Grund, der mir einfallen würde. Den Link zur Seite packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, man muss sich über diesen speziellen BTC Echo Link anmelden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Kommen wir zur nächsten News. Jetzt merkt man langsam, dass die Werbekampagne so richtig startet. Wir sehen jetzt schon die ersten Außenwerbungen in den großen deutschen Städten. Ich habe auch schon ein paar Fotos zugeschickt bekommen. Auch online sind sie jetzt recht gut vertreten und auch in der Zeitung, im Kurier etc. haben wir auch schon Werbung von Bitpanda gesehen. Hier sehen wir jetzt auch nochmal alle Städte, also in Baden-Baden, Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Freiburg, Hamburg, Kaiserslautern, Karlsruhe, Köln, Lübeck, Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, München, Potsdam, Reutlingen, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart und Wiesbaden. Am Samstag bin ich auch in Stuttgart, dann werde ich Ausschau halten nach einem Plakat. Vielleicht ist er in der Nähe vom Flughafen 1. Jetzt kommen wir aber zu dem coolen Part der Werbeaktion. Es gibt nämlich auch was zu gewinnen. Also für FC Bayern München Fans ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Ihr könnt signierte Trikots bekommen. Wie funktioniert das Ganze? Du musst ein Foto mit einem dieser Plakate machen. Poste es auf X oder Instagram mit dem Hashtag investieren mit Vertrauen. Markiere Bitpanda auf dem Post und lass sie wissen, welches der Trikots dein Favorit wäre. Wenn ihr das Video heute seht, ihr habt nur noch bis zum 22. April Zeit, um das Foto zu posten. Die Gewinner werden in Folge nach Zufallsprinzip ausgewählt und hier in den Kommentaren genannt. Also unter diesem Post könnt ihr danach nachschauen, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Ich finde, das ist eine super geile Aktion. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Aber ich glaube, für FC Bayern München Fans ist das jetzt das Gewinnspiel. Neben der Plakatwerbung gibt Bitpanda aber auch noch weiter Gas. Sie waren nämlich auf der Paris Block Week und es gibt ein kleines Video dazu. Ich kann euch hier das Ganze nur ohne Ton abspielen, wegen dem Copyright etc.
aber ich verlinke euch das Ganze unten in die Videobeschreibung. Kommen wir zur nächsten News. Mit den Spotlights haben wir jetzt einen Meilenstein erreicht. 43 Spotlights in 403 Tagen. Es wurden insgesamt über 1 Million Euro an Best VIPs ausgeschüttet. Und wenn man sich jetzt fragt, wie viel hätte man rausholen können mit dem Ganzen, da kann man sich hier die Tabelle vom Golgion anschauen. Ich muss hier ein bisschen runter scrollen, ja. Insgesamt, ja, was man mit einer VIP-Stufe 1 hätte reinholen können, das heißt mit einem Investment von damals 3, 4 Euro, wie die Spotlights losgegangen sind, hättet ihr immer geclaimt, dann wären das jetzt schon über 51 Euro. Gut, jetzt sind die Kurse gerade wieder ein bisschen runtergekommen, aber ihr seht schon, ihr kriegt ein Mehrfaches wieder rein von dem, was ihr im Best investiert durch die Spotlights. Also es ist wirklich ein No-Brainer, sich die mindestens die 10 Best ins Portfolio zu legen. Dann kommen wir zur nächsten News, zum VIA-Gewinnspiel. Da gibt es nämlich mehrere. Zum einen mal, man kann diesen Post hier liken, Bitpanda folgen und ihr müsst die Frage beantworten, welches Octavia-Feature hat eurer Meinung nach das größte Potenzial. Da habt ihr auch Zeit bis zum 22. April. Und es werden 3 glückliche Menschen zufällig ausgelost und die kriegen 500 Euro in VIA. Das ist mal das erste Gewinnspiel. Und darüber hinaus gibt es ja noch die VIA-Verlosung. Ich habe dazu nur ein Short-Video gemacht, vielleicht habt ihr es gesehen oder auch nicht. Aber wenn ihr 50 Euro zwischen dem 15. April und dem 21. April in VIA investiert, habt ihr die Chance, 2000 Euro in Octavia zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es noch ein Gewinnspiel für die Heavy Trader. Die Personen, die zwischen dem 15. April und dem 21. April die meisten Octavia gekauft haben, da kriegt der erste Platz 10.000 Euro, der zweite Platz 6.000 Euro und der dritte Platz 4.000 Euro in Octavia. Also das kann sich richtig lohnen. Das ist irgendwie das Monat der Gewinnspiele, denn wir haben dazu auch noch das Halving-Gewinnspiel. Da werden zweimal ein halber Bitcoin verlost an die Community. Was muss man dafür machen? Man muss dreimal auf Bitpanda traden. Da reicht es auch, wenn ihr um 1 Euro eine Kryptowährung kauft oder swappt, aber mindestens dreimal im Zeitraum vom 1. bis zum 30. April. Und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Wie gesagt, es werden 2 zufällige Leute ausgesucht. Das heißt, die Gewinnchancen sind nicht so hoch wie bei den anderen Gewinnspielen. Aber wenn man einen halben Bitcoin gewinnt, das kann schon bei manchen Portfolien einiges auslösen. Also ich würde die Chance jetzt auf jeden Fall nutzen. Also für 3 Euro die Chance zu haben, einen halben Bitcoin zu gewinnen, ist auf jeden Fall bei der Useranzahl von Bitpanda wahrscheinlich besser als Lotto zu spielen. Dann kommen wir zu den neuen Assets auf Bitpanda. Da sind ja einige neue Coins jetzt dazugekommen. Wir sehen hier einige neue Coins. Hier das Bitpanda Spotlight Serenity Shield, Nulls, Mew, Zeus. Das war ein Jupiter Spotlight. Dann kommen die ganzen Spotlight Token, Orange DX, Magic Square. Omni war jetzt kein Spotlight, ist aber auch neu gelistet worden auf Bitpanda. Und dann haben wir noch Riot, wo es ja auch das Gewinnspiel gab. Wenn einer aus der Community gewonnen hat, schreibt es mir unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Dann, das ist jetzt keine richtige Bitpanda-News, aber viele Leute auf dem Kanal verwenden auch Blockbit und haben mich gefragt, ob es wieder einen Code geben wird. Und auf Twitter haben sie geschrieben, seid gespannt auf die DE und AT Tech Season im Sommer. Da wird es auf jeden Fall wieder Rabattaktionen geben. Also falls ihr euch überlegt habt, eine Blockbit-Lizenz zu holen, dann wartet vielleicht jetzt noch ein bisschen, bis die Rabattaktion kommt. Dann könnt ihr euch noch ein paar Euro sparen. Und auch wenn ihr den Kanal supporten wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link. Da kriegt ihr auch immer einen Rabatt von 15%, wenn man sich über diesen Link anmeldet. Das waren jetzt schon alle News. Jetzt springen wir noch schnell in die Charts. Wir starten wie immer mit BTC USDT auf dem 1-Tages-Chart. Also wir haben jetzt das erste Level sozusagen dreimal berührt und sind von da gut gebounced. Also wir sehen, die Leute kaufen den Dip. Es geht gerade wieder ein bisschen hoch. Ist es schon das Ende der Abwärtsbewegung? Das ist halt die Frage. Also wir sehen hier den Dip. Iran greift Israel an. Dippi, dippi, dippi. Letzte Woche haben wir ja noch darüber gesprochen, dass er entweder nach oben oder nach unten ausbricht. Wir haben eigentlich mit einer höheren Chance nach oben gerechnet. Aber gut, dass Iran Israel angreift, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das hat natürlich ordentlich Verkaufsdruck ausgelöst. Wir sind nach unten hin ausgebrochen. Aber wir sehen auch schon, die Leute kaufen auch schon den Dip, ja. Das heißt, wir sind immer schön von diesem Level weggebounced. Also ein bisschen was über den 60.000 hat der Support gut gehalten, da haben die Leute den Dip gekauft. Und ja, jetzt bewegen wir uns gerade wieder ein bisschen nach oben. Es erholt sich gerade alles so. Ist es schon das Ende dieser Bewegung? Da wäre ich jetzt nicht so voreilig, ja, weil wir wissen einfach nicht, was passiert, ja. Wenn das Ganze noch eskaliert, vielleicht Amerika sich einmischt oder Russland sich für Iran einmischt oder sonstiges, dann könnte das noch wilder werden. Muss nicht sein. Vielleicht war das jetzt auch schon das Maximum der Panik und es erholt sich jetzt wieder.
wäre dann im Verhältnis eh ein kleiner Dip gewesen. Jetzt sind es auch nicht mehr viele Stunden bis zum Halving. Ins Halving rein hat es eigentlich immer noch ein bisschen gedippt. Also warten wir jetzt mal die nächste Woche ab. Vielleicht kommen wir nochmal hier runter zum 99-Tage-Moving-Average-Band. Das macht der Bitcoin gerne. Vielleicht sehen wir noch so eine Bewegung, bevor es dann wirklich wieder in die andere Richtung geht. Denn die richtige Action, die steht uns ja erst bevor. Ja, nach dem Halving, das Jahr wird das spannende Jahr, wo wir dann wieder neue User-Zuströme erwarten, wo das Ganze wieder richtig verrückt wird. Und die Alt-Season kommt ja dann auch noch auf uns zu. Also ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, was das angeht. Deswegen nutze ich jetzt auch die Rücksetzer, um ein bisschen nachzukaufen. Auch wenn ich dieses Monat nicht so viel nachkaufen kann. Wenn man neu ist, vielleicht einfach einen Sparplan laufen lassen, der einfach automatisch ausgelöst wird. Dann kauft man einfach ohne Emotionen immer wieder ein bisschen was und stockt so auf und kann von dem größeren Aufwärtstrend profitieren. Jetzt kommen wir noch schnell zum Best. Wie sieht es aus? Nicht so rosig, wie wir sehen. Die Supportzone ist am Brechen gerade im Moment. Wir sehen zwar hier gerade einen Retest drauf auf dieses Level, aber wenn wir hier nochmal rejected werden, dann geht es noch ein Stückchen runter. Je nachdem, wie sich auch der Markt verhält. Wenn wir jetzt eine Erholung beim Markt sehen, vielleicht pushen wir auch langsam wieder in diese Zone rein und können dann hier den Support finden und von da an dann wieder langsam nach oben ziehen. Ist halt die Frage, was jetzt passiert mit dem BTC. Geht es da weiter runter? Stippen noch weiter die Kryptos oder kommt jetzt dann langsam die Erholung nach dem Halving? Es wäre auf jeden Fall gut, wenn wir wieder drüber pushen würden, weil es steht auch der Sommer vor der Tür, da ist auch weniger immer los. Das heißt, ja, es wäre gut, wenn wir darüber Support finden würden. Darauf müssen wir auf jeden Fall nächste Woche achten, ob wir einfach hier jetzt weiter runterfallen, ob die Leute einfach Panik haben und abverkaufen oder ob die Leute den Dip kaufen, also die Leute, die mit den VIP-Stufen noch weiter rauf wollen, jetzt die Chance nutzen, um günstig Best zu kaufen. Wir sehen auf jeden Fall schon mal ein paar Käufer, aber es ist noch zurückhaltend. Mal schauen, wie es die nächste Woche aussieht. Wenn sich der BTC weiterholt, dann glaube ich, werden wir es auch wieder drüber pushen. Also so viel zum Best. Wichtig für uns ist, schaffen wir es, in dieses Level wieder reinzukommen, uns auf diesem Niveau hier zu halten, oder brechen wir da weiter runter und bilden nochmal ein tieferes Low. Das wäre nicht so optimal. Jetzt kommen wir noch schnell zum Bantos. Wie sieht es da aus? Da sind wir jetzt einmal in unsere Todeszone, in die ewig lange Seitwärtszone reingebrochen. Aber wir haben gesehen, es kam Käufer rein. Also Leute haben hier den Dip gekauft, haben das Ganze wieder über die 7 Cent gepusht. Und jetzt sind wir wieder in der optimalen Region drinnen, weil ich habe gesagt, wenn wir hier auf den 7 Cent Support finden, wäre das schon mal ein gutes Zeichen. Und es sieht dann auch aus, als würden wir hier Support finden. Das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass jetzt diese Abwärtsbewegung schon unbedingt zu Ende ist. Vielleicht tippen wir nochmal rein. Aber wir sehen, hier kommt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Volumen rein. Ein paar Leute, die den Dip kaufen, im Gegensatz zu dieser ganzen Zeit, wo eigentlich fast nichts passiert ist. Ich kaufe jetzt auch schon immer wieder ein paar Pantos, immer nur so kleine Positionen, sowas wie das Spotlight werde ich dann rein swappen etc. Circa 4000 Pantos fehlen mir jetzt noch auf die 20.000 Pantos, also ich bin eh nicht mehr weit davon entfernt, dass ich die 20.000 Pantos habe, die ich haben wollte. Und dann warten wir mal ab, ob die Jungs in Q4 liefern, denn das wird das Wichtige sein, wenn es nochmal verschoben wird. Uiuiui, dann wird es glaube ich schwierig. Aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es diesmal klappt. Potenzial hat das Projekt auf jeden Fall, finanziert sind sie auch, also man muss sich keine Sorgen machen, dass die Jungs nicht weitermachen. Aber man darf natürlich die Investorenpsychologie nicht vergessen. Ja, wenn immer irgendwas verschoben wird, dann irgendwann spielen die Leute nicht mehr mit und nehmen Risiko raus und verkaufen. Das heißt, wenn sie jetzt in Q4 sagen würden, es dauert länger und sie verschieben nochmal, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann noch einen Rappler in der Kiste gibt. Aber ich rechne eigentlich damit, dass sie jetzt Q4 endlich fertig werden. Sie haben ja so lange daran entwickelt. Und im Testnet rennt das Ganze ja auch schon, es ist das Audit, da sollten dann die letzten Fehler ausgebessert werden. Und dann hoffentlich geht das Ganze in Q4 dann auch live. Es kommen die Exchange Listings, die Werbekampagne, Kapital ist ja da. Also da sollen sie dann ordentlich die Werbetrommel rühren und dann geht das Projekt schon ordentlich ab. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch für alle Pantos-Investoren und auch für mich persönlich. Bis zum Launch haben wir jetzt noch die Zeit aufzustocken, weil da ist Pantos fast unsichtbar. Man sieht ihn auf CoinMarketCap nicht richtig. Er ist eigentlich nur auf Bitpanda zu handeln und auf Uniswap, ja okay, kann man ihn auch handeln, aber auf keiner anderen größeren Exchange. Also er ist wirklich eigentlich noch unsichtbar. Wenn sie dann Marketing machen, wenn dann Exchange-Listings kommen, dann kann das Ganze richtig schnell Fahrt aufnehmen. Darauf freue ich mich schon. Das war's jetzt schon mit diesem Bitpanda Portfolio Update. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt ein nettes Kommentar. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. So, also, hab ich schon. Oh, entschuldige Leute. So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen
Gott, jetzt kriege ich es gar nicht mehr hin. Das kommt in die Outtakes. Was ist denn los heute? Ey, 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 kennt ihr das, wenn nichts nach Plan läuft? So ein Tag ist heute.